Total AV vs. Bitdefender. Puh, das wird ein hartes Battle. Die Qual der Wahl des besten Antivirenanbieters aus den beiden leistungsstärksten Konkurrenten. Wie soll man sich da entscheiden? Keine Sorge, ich hab da was für dich. In einem ultimativen Test habe ich Total AV und Bitdefender Antivirus getestet. Sicherheit, Leistung, Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und yo, ich habe alle Ergebnisse für dich zusammengefasst. Hallo und willkommen, ich bin Fabi von cybernews.com und bevor wir tiefer in den Bitdefender vs. Total AV Test eintauchen, möchte ich daran erinnern, dass du unsere exklusiven Deals auschecken solltest. Du kannst derzeit zwischen 60 und 80% Rabatt bekommen. Wirf also für die aktuellsten Angebote einfach einen Blick in die Beschreibung dieses Videos. Okay, lass uns gleich zur Sache kommen und uns fragen, ist Total AV sicher oder ist Bitdefender sicherer? Beide Antivirenanbieter verfügen über hervorragende Fähigkeiten und wir müssen nicht lange suchen, um das zu beweisen. Im Rahmen des unabhängigen Tests von AV Comparatives erzielte Bitdefender eine Online-Schutzrate von insgesamt 99,98% bei 9 Fehlalarmen. Total AV mit dem gleichen Schutzniveau meldete nur 3 Fehlalarme. Das ist also kein riesiger Unterschied. Beide erhielten die höchste Bewertung namens Advanced Plus. Um eine etwas eindeutigere Antwort zu erhalten, musste ich mir also die Hände schmutzig machen und meinen eigenen Test durchführen. Dazu habe ich 10 bösartige Dateien in eines meiner Geräte eingeschleust und einen vollständigen Systemscan durchgeführt. Bitdefender erzielte eine perfekte 10 aus 10, hat also alle Files aufgespürt, aber ich musste dafür fast eine Stunde warten. Der vollständige Scan dauerte satte 46 Minuten. Total AV war in der Hälfte der Zeit fertig, hat aber nur 7 der von mir eingeschleusten Dateien erwischt und damit zwar das Rennen gewonnen, aber das Battle verloren. Die Sicherheitspunkte gehen an Bitdefender. Als nächstes kommen wir beim Bitdefender vs. Total AV Vergleich zu den Funktionen. Obwohl die meisten von ihnen nur in den teureren Tarifen enthalten sind, ist es schön, dass beide integrierte VPNs, Passwortmanager und Ransomware-Schutz haben. Mir gefällt außerdem die WebShield-Erweiterung von Total AV, ein kostenloses Chrome-Add-on, das nach bösartigen Websites scannt. Aber mein Test von Bitdefender ergab einen ganzen Haufen von Funktionen im Vergleich zu Total AV. Kindersicherung, Anti-Spam und sogar Webcam-Schutz. Denk aber dran, dass du mit dem kostenlosen Bitdefender-Tarif keinen wirklichen Zugang zu zusätzlichen Funktionen hast, sondern eben nur den Basisschutz. Und bist du jetzt irgendwie verwirrt? So, hä? Moment mal, Bitdefender ist kostenlos? Naja, sie hatten ein kostenloses Antivirenpaket, dann nicht mehr und jetzt haben sie es wieder. Ich habe auch keine Ahnung, warum und was da genau abgeht, aber naja, jetzt ist es wieder da und es ist immer noch eines der besten kostenlosen Antivirenprogramme auf dem Markt. Und? Aber ich kann auch den kostenlosen Tarif von Total AV von ganzem Herzen empfehlen, zumindest für die Grundfunktionen. Wenn du eine Lösung mit mehr Funktionen haben möchtest, naja, musst du eben etwas Geld ausgeben. Überraschung! Da wir gerade beim Thema Tarife und Preise sind, schauen wir uns mal genauer an, was zwei der besten Anbieter von Antivirus 2022 in ihren Premium-Tarifen anbieten. Bitdefender Total Security ist das Paket mit dem größten Funktionsumfang und kostet derzeit weniger als 35 Euro. Das Paket von Total AV mit demselben Namen kostet etwas weniger als 60 Euro. Weniger Funktionen für einen höheren Preis? Kann ich irgendwie nicht gutheißen, wobei der Preisunterschied jetzt nicht allzu groß ist. Vor allem, wenn du die Rabattcodes verwendest, die ich unten in die Beschreibung eingefügt habe. Reinschauen. Eine coole Sache, die ich bei Total AV herausgefunden habe, ist, dass der Passwortmanager zusammen mit dem Tarif kommt und bleibt, während Bitdefender nur eine 90-Tage-Testversion anbietet. Außerdem hat Bitdefender VPN eine Datenobergrenze bei allen anderen Tarifen mit Ausnahme des Premium-Tarifs. Das sind jetzt aber alles keine riesengroßen Nachteile, da ein dezidierter Passwortmanager eines Drittanbieters oder ein VPN im Allgemeinen ohnehin einen besseren Nutzen bieten. Dennoch wollen wir das Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigen und da spricht das unglaubliche Funktionspaket von Bitdefender einfach für sich. Aber noch sind wir nicht fertig mit unserem Total AV vs. Bitdefender Review. Ich habe die Anbieter auf einigen verschiedenen Geräten eingerichtet, um zu prüfen, welcher einfacher zu bedienen ist und welcher besser mit verschiedenen Betriebssystemen kompatibel ist. Ich muss sagen, dass die iOS-App von Bitdefender ein wenig langweilig ist. Sie bietet Schutz vor betrügerischen Websites, ein VPN mit einer Obergrenze von 200 MB pro Tag und eine Überprüfung von persönlichen Datenlecks. Und ja, das war's auch schon. Die Android-Version ist um Längen besser, mit viel mehr Funktionen und einem insgesamt ordentlichen und einfachen Design.
Und obwohl die Installationsprozesse ein wenig langwierig sind, funktionieren sowohl die Windows- als auch die macOS-Anwendungen gut und bieten alle versprochenen Funktionen. Ein weiterer Punkt, der für Bitdefender spricht: Ich habe Bitdefender Central eingerichtet, um alle meine Konten zu verwalten, und es ist wirklich ein Kinderspiel, sich um alle Abonnements und die damit verbundenen Produkte zu kümmern. Was den Konkurrenzanbieter angeht, so dauert die Installation von TotalAV etwas weniger lang. Der Anmeldevorgang ist schnell und die Desktop- und Mac-Apps sind schön übersichtlich. Auch hier ist die iPhone-Version sehr langweilig, aber zumindest habe ich in meinem TotalAV-Test festgestellt, dass das iOS-Gegenstück etwas mehr Möglichkeiten bietet als Bitdefender, und ihr VPN hat keine Datenobergrenze. Das ist nice. Insgesamt sind die beiden besten Antivirenanbieter in diesem Bereich gleich gut, mit ähnlichen Nachteilen, sodass es nur wichtig ist, sich zu fragen, welches Gerät dein Hauptgerät sein wird. Oh, und jetzt willst du mehr wissen? Hörst du den Abo-Button schon nach dir schreien? Bei uns findest du die Antworten auf alles, was die Welt der Cybersicherheit bewegt. Neuigkeiten, Updates, Testberichte, also Button anklicken und bloß nichts verpassen. Okay, was den TotalAV vs. Bitdefender-Vergleich angeht, so ist meine Schlussfolgerung, ja, eigentlich ziemlich einfach. Bitdefender verfügt über ausgezeichnete Sicherheitsfunktionen und TotalAV bietet ein großartiges, grundlegendes Antivirenpaket. Beide werden also Sicherheitsenthusiasten nicht enttäuschen. Aber Bitdefender bleibt meine persönliche Wahl für ein Antivirenprogramm. Es hat in meinen Tests einfach etwas besser abgeschnitten und ich nutze gerne und oft all die zusätzlichen Funktionen, die inklusive sind. Und ja, welchen ihr wählt, ist ganz euch überlassen. Aber wenn ihr euch für einen dieser Anbieter entscheidet, lasst es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, auf die Box zu klicken, denn da verstecken sich die besten Angebote. Das war's von meiner Seite für heute. Bis zum nächsten Mal.